Servus, hier ist der Peter und heute geht's mal um einen Mercedes E-Klasse und zwar aus der W210er Reihe. Habe ich sehr gern und hier gibt's einen kleinen Soundcheck. Das Auto ist mir richtig ans Herz gewachsen. Warum? Weil der Motor so cool ist. Ich habe es schon mal gesagt, der M119 Motor gab es auch beim Vorgänger, beim klassischen 500e. Hier wurde er verbaut im 420 und im E50 AMG. Dadurch, dass das Auto nicht nur außen das AMG-Paket hat, mit diesen kleinen runden Nebelleuchten, vorne sieht man es ganz leicht und in Schwellergeschichten, sondern auch AMG Edelstahlauspuff, gibt es einen richtig genialen Sound. Ich glaube, wir müssen uns das nochmal anhören. Standgeräusch steht im Fahrzeugschein drin, 83 dB, kann ich fast gar nicht glauben, aber es ist wirklich alles original, wie es sein sollte. Und Gott sei Dank habe ich die Anhängerkupplung noch dran lassen, weil da ist die Kamera befestigt, als ich so ein bisschen den Hügel hochgefahren bin. Die Anhängerkupplung kann man wegmachen, gibt es ein Schlüsselchen dazu. Der kleine rote Schlüssel ist der Schlüssel für die Anhängerkupplung. Aber es, wenn ich da nackel, geht es nicht so ganz leicht weg. Vielleicht weiß ich es nicht, ich mache es irgendwann mal weg. Die Auspuffanlage finde ich sehr schön. Und wenn wir noch dabei sind, was ich sehr schön finde, sehr schön, wenn er die AMG-Felgen hätte. Ansonsten mache ich eventuell die Avantgarde ran. Die jetzt dran sind, sind so lala. Aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit bis zum Frühjahr. Und ich habe jetzt hier schon mal eine Bildmontage gemacht, wie es ausschaut, wenn die AMGs dran sind. Und wie es ausschaut, wenn die Anhängerkupplung weg ist. Ja, schön, wenn man ein bisschen fit ist an Photoshop. Das habe ich ja durch meine damalige Fotografietätigkeit, habe ich das ja ganz gut auf der Pfanne. Dann habe ich noch gesehen, das ist ein Vormopf mit diesen Rückleuchten. Finde ich ganz schick. Und danach gab es noch einen Mopf, einen jetzt glaube ich E55. Diese Mopf-Rückleuchten, die ich bei der Limousine sehr feiere, aber beim T-Modell tun es die alten auch, finde ich. Also beim T-Modell finde ich es nicht viel besser. Ja, was gibt es dazu sagen? Das Fahrzeug, jetzt reden wir wieder vom AMG, hat gute 60 PS mehr gehabt, 347, ausreichend auf jeden Fall. Sound wird in etwa gleich gewesen sein und hat damals gekostet 150.000 D-Mark. Also dafür hast du echt schon Wohnungen und Häuser bekommen. Kleine Häuser, große Wohnungen. Und weil der Karren so cool ist, zeige ich euch mal jetzt, welche Persönlichkeiten, welche Prominenten damals das Auto gehabt haben, als es neu rauskommen ist. Also wirklich ein Lifestyle. Wenn ich in dem Fahrzeug sitze, fallen mir gleich zwei sehr prominente Deutsche ein, die genau das Fahrzeug gefahren haben. Mit genau das Fahrzeug meine ich entweder ein E420 oder ein E50. AMG. Der E50 AMG ist auf der Basis gebaut worden, kann man nachlesen. Sie haben den gleichen Motor, der eine hat ein paar PS mehr, ein bisschen mehr Hubraum, aber ist trotzdem der gleiche Motor. Und hier haben wir ja sogar noch außen das AMG-Paket und haben die krasse Edelstahl-Auspuffanlage. Also schenkt sich nichts. Aber ich komme auf die Prominente zurück. Über den einen mache ich bald noch einen Film, geht zum Boris Becker. Da geht es aber nicht um die Crime-Geschichte jetzt in England, sondern da ging es darum, wo er in München gewohnt hat und dass er da fast im Bau gegangen wäre wegen seinem Nachbar. Film wird richtig gut, ist schon eine Zeit lang her, aber ist interessant. Und die damalige Frau, die er kennengelernt hat im P1, die Barbara Feltus, die dann die Barbara Becker wurde, bis sie sich hat in Miami wieder scheiden lassen, die hat sowas gefahren, habe ich gesehen. Er hat ja auch ein, wenn nicht sogar zwei Mercedes-Autohäuser gehabt. Die nächste prominente Person, auch eine Frau, die es gefahren hat, da seht ihr mal, was das für ein Lifestyle-Auto ist, ist die Gloria von Turn und Taxis, denn die ist genau im Lehel, fast vor meiner Haustür, wo ich da gewohnt habe, 20 Jahre lang, ist die da liegen geblieben, Pannendienst gerufen, weiß ich, was an dem Auto war, aber es war ein schwarzer Avantgarde, ich glaube AMG mit AMG-Felgen, wunderschön, Sound habe ich nicht gehört, weil der ist gestanden, aber genau so einer, auch Klubschauge-Kombi. Was noch sehr schön ist, ist, wenn du so ein Auto ein paar Tage stehen lässt oder ein paar Wochen, steckst einen Schlüssel rein, drehst rum, 4,1 Volt auf der Batterie, also sie ist rappelvoll, sie ist bis oben hin voll, dass sie nichts verliert. Es gibt so Autos, gerade wenn sie dann noch Standheizung haben und viel elektrischen Firlefanz, verlieren ein bisschen Strom, das ist hier nicht der Fall. Der Innenraum ist ein wenig mehr Plastik wie die S-Klasse. Ich stelle euch jetzt dann im nächsten Film mal die S-Klasse, da speziell den Motor vor vom W
2,20. Hier haben wir ja W210. Also Innenraum ist ein bisschen kompakter, aber wisst ihr, was witzig ist? Ich sitze ein wenig besser. Ich sitze nicht so hoch und ich habe hier ein wenig mehr Kopffreiheit und ich sitze ein Ticken gemütlicher. Also ist natürlich S-Klasse luxuriöser, schöner, aber so für Daily Fahren finde ich, sitze mit dem Klubsch auch ein Tick besser. Was ist mir noch eingefallen? Elektrische Sitze Memory habe ich, Sitzheizung habe ich auch, Sitzlüftung habe ich nicht und was ich auch nicht habe, das sind keine Massagesitze. Ist alles nicht so wichtig, ich wollte es einfach mal gesagt haben. Später gab es dann nicht nur eine Modellpflege, sondern auch einen neuen Motor. Das war dann der M113. Ich glaube, der ist nicht mehr so brutal geklungen. Und das war dann der E55 AMG oder alter E430 statt 420. Die große Modellpflege, habe ich ja schon gesagt, mit den Rückleuchten. Hätte ich mich. Ja. Ansonsten gibt es die Tage nochmal einen Film zur S-Klasse aus dieser Bauzeit und da zum Diesel und da auch eine kleine Besonderheit zum Motor. Ansonsten bin ich voll raus und bis vor's. Ich sag mir allweil Tschüssikowski, bis Badowski. Bevor ich ganz abschalte, nochmal ein Tipp. Guck mal in meinen Channel GI5 rein. Da bin ich gerade beschäftigt mit einem ganzen spannenden Fall, wo es um richtig, richtig viel Geld geht. Ja, ich gehe richtig drin auf, weil mir macht es richtig Spaß, das Recherchieren. Da gibt es jetzt in Zukunft noch mal ein paar Filme. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Thank you.